Moin Leute, es ist schon wieder Sonntag und hier ist euer Gucke. Heute will ich euch zeigen, wie ihr so etwas in Photoshop erstellt. Das habe ich mir jetzt gedacht, könnte auch lustig sein als T-Shirt-Druck beispielsweise. Denn ich habe es mit den Maßen 25 auf 25 gemacht. Also genauso, dass es auf einem T-Shirt passen könnte. Auch übrigens, das sind meine beiden Katzen oder die Katze und der Kater. Katze heißt Wespe. Und der Kater Kasimir. Ja, das ist ein eigenartiger Name. Zunächst einmal öffnen wir einfach mal Photoshop und dann erstellen wir eine neue Datei mit den Maßen 25 auf 25. Bei euch ist das vermutlich jetzt in Pixel noch angezeigt. Ihr müsst einfach dann runterschalten auf Zentimeter. Diese Fläche ist jetzt 25 auf 25 cm lang und breit. Und ein Bild von mir soll 7 auf 7 cm sein. Das heißt, es sind 4 cm Platz. Also 1 cm hierüber, 1 cm zwischen dem ersten und zweiten Bild, 1 cm zwischen dem zweiten und dritten Bild und 1 cm zwischen dem dritten und der Kante hier. Dafür nehmen wir uns jetzt hier unten, geht ihr einfach lange drauf gedrückt, dann kommt Linienzeichnerwerkzeug. Das klickt ihr an, dann wird es gleich zu so einem Kreuz. Und wenn ihr mal hier oben seht, das Lineal zeigt euch immer genau an, wo ihr auf eurem Blatt genau seid. Hier beispielsweise bin ich jetzt auf 0,0. Und da wir einen Zentimeter am Rand Platz haben wollen, gehen wir hier drauf, drückt eure linke Maustaste und zieht das mit drückt da Umschalttaste, weil dann wird es so gerade, sonst könnt ihr hier alles machen. So ist es sofort gerade, ihr seht, ich drücke die Umschalttaste und gleich ist es so. Sieht wird auch angezeigt, 90 Grad Winkel. Und fahrt dann hier bis an den Rand des Bildes. So, dann lasst ihr einfach los. Genau dasselbe macht ihr jetzt nochmal hier. Ich habe jetzt hier die Farbe, das ist so gräulich jetzt. Da seht ihr, es wird immer neue Formen erstellt. Das kann ich nachher zu einer Ebene zusammenfügen, weil das will ich nachher wieder löschen. Das brauche ich ja nicht mehr. Dann geht ihr auf 0 und wieder auf 1. Das müsst ihr ja horizontal genauso haben. Da ein Bild 7 cm breit ist, geht es von hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis 8, weil wir 1 abgezogen haben, müsste hier noch eine Linie runtergehen. Nehmen wir uns wieder das Linienwerkzeug, klicken hier bei 8 hin und fahren dort runter. So, jetzt genau hier sollen unsere Bilder also drauf kommen. Dann holen wir uns mal unsere Bilder. Gehen hier zu. Ich habe dafür schon ein paar Bilder rausgesucht, weil ich habe gefühlte 20.000 Bilder von meinen Katzen. Ich habe hier schon mal so eine Vorauswahl getroffen, dass ich das hier haben will, das hier. So, und da noch weiter. Gehen wir hier auf Datei, öffnen, dann habe ich es hier, Katzen, und dann so bis zu dem Bild, einfach mal öffnen. Gehen wir hier, da ist ja unsere Auswahl. Dann holen wir uns zum Beispiel das Bild. Die Bilder will ich aber vorher noch bearbeiten, also entsperren wir uns das, weil es hat es als Hintergrundebene sonst gemacht, und schneiden hier den Kasimir erst einmal aus, weil das hier soll schwarz-weiß werden. Das lenkt sonst, die ganzen Farben lenken sonst vom Eigentlichen ab. Genauso die Augen, das hat gerade so reflektiert mit der Kamera, mit dem Blitz, die will ich auch noch bearbeiten, dass man die besser sieht. Und jetzt schneide ich die mal aus. So, jetzt habe ich hier einmal den Boden und den Hintergrund ausgeschnitten. Wie ich das gemacht habe, könnt ihr gerne in einigen anderen meiner Videos nachsehen. So, dann brauchen wir jetzt, weil wir das hier farbentsättigen wollen, den Pinsel. Gehen wir einfach auf Pinsel, auf Modus, Farbentsättigung hier, drittunterste, und dann fahrt ihr mal hier so entlang. So, weil dann wird hier der Kasimir ganz in den Vordergrund gehoben. Gut, dann müsst ihr einfach nur noch auf Auswahl aufheben gehen und schon habt ihr das fertige Bild soweit farbentsättigt. Doch dann müssen wir jetzt hier bei den Augen, die schneiden wir auch noch aus. Gut, dann auf Kante verbessern.
Habt jetzt hier die beiden Augen. Okay, so. Und dann geht ihr auf Bild, Korrektur, Farbton, Sättigung, das habe ich auch schon oft gemacht. Und dann auf Blautöne. Und dann wollt ihr einfach mal die so etwas dunkler machen. Müsst ihr von der Ferne schauen, wie das aussieht. Weil sonst durch das Helle war nicht so gut. So, sieht ein bisschen gräulich aus, war noch ein bisschen dunkler. So ungefähr, weil dann sieht man auch das Grün hier seitlich gut. Ich finde, so wirken sie natürlicher. Das ist jetzt schon quadratisch. Und dann zeige ich jetzt mal von dem Beispiel, wie man das jetzt... Also, ihr geht hier auf das Auswahlwerkzeug, packt euch das und zieht es einfach hier hoch. Dann klickt ihr auf Ja, nochmal auf Ja, weil das ist jetzt viel zu groß wahrscheinlich. So, ja, hatte ich recht, ist viel zu groß. Dann geht ihr wieder auf die Umschalttaste und könnt es dann gleichmäßig so verkleinern. Dann zoomt ihr euch da näher und könnt dann mit den Pfeiltasten so langsam hoch oder runter, oder ihr schiebt es einfach mal hier so ins Eck und könnt dann wieder mit der Umschalttaste das so anpassen, dass es von der Größe eben passt. So war es ja. Mal sehen, ob wir dann nichts überschritten haben. Doch, haben wir. Gehen wir einmal so rüber, einmal so hoch. Circa so würde das passen. Ah, hier nicht. Müssen wir etwas verkleinern wieder. Du musst es jetzt noch etwas weiter runter. So, dann geht ihr hier auf den Haken. Transformieren, bestätigen. Und dann wird das Bild auch noch, kommt eine bessere, bisschen bessere Qualität. Dann seht ihr, ist alles schön angepasst hier. Sehr gut. So, und um jetzt diese da, könnt ihr eine neue Gruppe erstellen. Das macht ihr hier mit dem Zeichen, das aussieht wie in den Ordner neben dem neue Ebene. Macht ihr eine Gruppe und da könnt ihr einfach alle Formen reinziehen. Dann habt ihr hier nicht so viel, das sieht dann ordentlich auch aus. So, das war das Bild. Weiter geht's dann mit dem. Jetzt zieht ihr ein paar Bilder rein und zeige euch dann beim nächsten Punkt, wie es aussieht. Und falls ihr dann ein Bild habt, das so um 90, ja, wo auf jeden Fall so auf der Seite liegt, verschiebt ihr das wieder einfach draufdrücken und rüber damit. Dann, ja, ja, okay, passt schon so. Und wenn ihr hier an die Kante geht, dann seht ihr, da der Pfeil verändert sich wieder so. Wenn ihr wieder mit der Umschalttaste gedrückt halten, dann wird es nämlich in 15 Grad Abständen so gedreht. So haben wir jetzt wieder 90 Grad und passt alles. Dann können wir hier ganz nah hinzoomen, so dass ihr die Kästchen so seht. Das ist eigentlich am besten. Geht dann ganz da nach oben und vergrößert es so. So passt es dann. Dann können wir die Gruppe mal kurz ausschalten. Seht ihr, alle Linien sind weg. Und den Hintergrund, und zwar dem Hintergrund zuwenden. Ich will es nämlich als schwarzen Hintergrund haben. Dafür gehen wir hier auf das und auf Rechteckwerkzeug. Zoomen uns da ein bisschen hier an die Kante. Gehen genau da wieder mit der Umschalttaste. Und so. Seht ihr, das ist grau. Wir müssen hier auf Fläche. So, und wo ist schwarz? Schwarz. Gehe auf Bestätigen. Und so habe ich dann schon mein fertiges Bild. Das könnt ihr jetzt mit allen möglichen verschiedenen Bildern machen. Ich finde das ein ganz interessantes Ergebnis. Mal schauen, was ich damit dann so anfange. Vielleicht lasse ich ein T-Shirt drucken. Jetzt müssen wir die Datei nur noch speichern. Dazu gehen wir hier auf Datei. Speichern unter. Jetzt gibt es hier aber leider keine JPEG-Auswahl. Deshalb nehmen wir Photoshop. Gehen auf den Desktop. Speichern das als Tutorial. Okay, haben das als Tutorials gespeichert. Hier unten ist es, weil wir wollen ja so ein Bild haben, als JPEG. Dann öffnen wir das, falls ihr das habt, mit Adobe Illustrator, aber falls ihr das CS6
ein Paket habt, habt ihr sowieso Illustrator dabei. Öffnet es mit Illustrator. So, jetzt habt ihr das dann mit Illustrator geöffnet. Ihr seht, hier habt ihr es. Und da bei Illustrator könnt ihr es ganz einfach als Illustrator-Datei so speichern. Gut, dann habe ich das jetzt hier so als Illustrator-Datei gespeichert. Jetzt kann ich das nochmal mit Photoshop öffnen. So, dann zeigt es euch jetzt hier so an, als Seite oder als Bilder. Ich will es jetzt so als Seiten, also das hier haben, 25:25, alle Katzenbegrenzungsnamen, bla bla bla. Passt alles gut. Okay, und jetzt könnt ihr auf Speichern unter, könnt ihr das plötzlich auch als JPEG speichern. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Habe ich irgendwie entdeckt jetzt. Also, falls ihr eure Photoshop-Datei so nicht als JPEG speichern könnt, dann müsst ihr das auf dem Wege machen, dass ihr es erst normal speichert als Photoshop-Datei, dann in Illustrator einlest, das speichert und das dann nochmal in Photoshop einliest. Dann könnt ihr es als JPEG-Datei speichern. Also, ziemlicher Murk so. Ich weiß nicht, warum das so kompliziert sein musste. Ist halt so vermutlich. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier seht ihr jetzt noch genau das Bild und ja, schaut doch mal auf meine anderen Videos. Wie gesagt, da zeige ich dann, wie man ausschneidet und schwarz-weiß in Farbe entsättigt und all das Zeugs. Das wollte ich jetzt in dem Tutorial nicht mehr zeigen, weil es doch ein bisschen fad ist irgendwann. Und sonst rate ich euch noch auf meine Website zu schauen. Da wird immer vor den Videos an jedem Sonntag schon 2 Bilder dann da hochgeladen, um was es sich denn im nächsten Video handelt. Könnt ihr mal so ein bisschen raten und schauen, ob euch das interessiert. Falls es euch interessiert, würde mich freuen, wenn ihr meine nächsten Videos auch ansehen werdet. Sonst bin ich noch auf Google Plus zu finden. Ja, das war's eigentlich schon. Bis nächsten Sonntag, sagt euer Gucke. Adios.